YouTube und dazu kommt so eine neue Comic-Review von mir. Diesmal mit dabei habe ich Star-Lord, ein Held auf Abwägen. Und zwar ist das hier ein Comic, das hat mich echt wieder komplett abgeholt. Wenn, wo ich den Namen Star-Lord auf dem Cover gelesen habe und wusste, dass das Ganze so in die Guardians of the Galaxy-Richtung geht, habe ich eine gewisse Art von Comic erwartet, habe aber was komplett anderes bekommen, muss ich tatsächlich sagen. Das ganze Ding, auch wenn Marvel dick draufsteht und bei Star-Lord, auch wenn er die meisten Abenteuer von ihm eigentlich im Weltall angesiedelt sind, aber trotz dessen erwartet man bei so einem Namen wie Star-Lord eigentlich mehr so Superheldenkost. Allerdings macht dieses ganze Ding direkt am Anfang in den ersten zwei US-Heften einen ganzen Schritt weit weg von den ganzen Superhelden-Comics und fühlt sich für mich mehr an wie so ein Buddy-Movie. Das, was vorausgeht von dem Band, ist erstmal der Civil War 2, wo das Wichtigste für dieses Comic mehr oder weniger ist, dass die Guardians of the Galaxy sich am Ende des Civil War 2 zerstritten haben und aufgelöst haben. Daraufhin sitzen die einzelnen Guardians Galaxy Mitglieder auf der Erde fest, zumindest Rocket Raccoon und Star-Lord, die deswegen auch beide eine Solo-Serie bekommen haben, und zeigt ihren Weg wieder zurück in die Welt, was sie in ihrer Zeit auf der Erde erlebt haben. Bei Star-Lord passiert direkt am Anfang im ersten Messer eine Gegebenheit, die ich an der Stelle nicht wegspoilern möchte, weswegen in 100 Sozialstunden aufgebrummt werden, die er dann in ein Altersheim ablegen möchte. In diesen Altersheim gerät er dann einen älteren Herrn, der so ein bisschen mürrisch ist und eigentlich gar keinen Bock darauf hat, dass irgend so ein ehemaliger Superheld oder möchtiger Superheld Sozialstunden bei ihm ableistet, weil er irgendwie Scheiße gebaut hat, und geht dann widerwillens mit ihm rund um den Block. Als sie um den Block gehen, labern sie sich beide so ein bisschen zu oder beziehungsweise erzählen sie so ein bisschen, was vorher passiert ist, wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt da aneinander geraten sind. Und als sie dann gerade so ins Gespräch vertieft sind, passiert es so à la Marvel typisch, dass um die Ecke natürlich eine Bank überfallen wird. Star-Lord sieht das Ganze, sieht, dass Miss Marvel da schon dabei ist, irgendwie die Gangster festzunehmen, mischt sich dann dort ein. Allerdings ist er keine große Hilfe, weil er keine Waffen bei sich und keine Superkräfte, weswegen Miss Marvel mehr oder weniger mehr aufhält als alles andere, weswegen sie ihn auch direkt die Flügel stützt und sagt, dass er sich bei sowas nicht einmischen soll und dass er sich eher um seinen eigenen Kram kümmern sollte. Als er dann wieder, als das dann alles vorbei ist, die ganze Situation, und er den alten Mann wieder an einem Altersheim abliefert, ist am Altersheim dann der Sohn von dem älteren Mann, der total am Ausrasten ist, als er sieht, dass sein Vater von einem möchtegern Superhelden kutschiert wird und auch noch direkt in einem Banküberfall verwickelt war und regt sich extremst auf. Der alte Mann stützt seinen Sohn dann auch erstmal die Flügel und sagt, pass auf, wenn du möchtest, dass das hier schnell zu Ende ist, dann sorg dafür, dass Peter seine Kaution bezahlen kann, dass er die sozialen Stunden nicht weiter ableisten muss, und besorgt den jungen Job. Was man dann als Leser erfährt, ist, dass der Sohn von ihm nämlich eine Bar hat, und das wiederum, wie sich dann herausstellt, als Peter Quill den Job antritt, ist die Bar ohne Namen, was halt so der Verbrecherschuppen aus New York ist, wo alle Verbrecher sich treffen, um dort entweder Dinge zu planen oder einfach nur zu saufen, weil in dieser Bar halt Waffenstillstand ist. Und das ist dann auch so der Kern der Geschichte, dass man auf der einen Seite sieht, wie Peter Quill mit den alten Herren immer weiter persönlichere Beziehungen aufbauen, die beiden so richtig gute Freunde werden, sieht man auf der anderen Seite, wie er mit den ganzen Gesorgs aus New York in der Bar abhängt, und dann kommt natürlich noch ein kleiner Story-Twist, der die ganze Geschichte noch ein Stückchen interessanter macht, und dass das Ganze so in Richtung Ocean's 11, würde ich schon fast sagen, bloß mit einer kleineren Besetzung rückt. Extrem cooler Band, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr leichtfüßig. Ich habe ihn persönlich jetzt am Sonntag gelesen, war so die perfekte Sonntag-Nachmittag-Unterhaltung in meinen Augen, und sehr charmant geschrieben mit ein, zwei Twists, die ich nicht wegspoilern möchte, und einem wunderschönen Ende, was halt der Weg bereit jetzt ist für die neue Guardians of the Galaxy-Serie. Toller Band, genauso wie der letzte Rocket Raccoon-Solo-Band, also die einzelnen Guardian-Members können auch ein Solo funktionieren. Am besten gefallen mir da tatsächlich die Serien, die dann auch in der gleichen Kontinuität wie die Guardians selber laufen. Und da ich gerade eh wieder so ein bisschen angefixt bin, bei den Guardians weiterzulesen, da es ja Bendis die Serie verlassen hat, wie gesagt, für mich der perfekte Wegbereiter, und an der Stelle eine starke 8 von 10. Fühlt sich, wie an der Stelle nochmal gesagt, nicht an wie ein Superhelden-Comic, hat sich eher wie so ein Buddy-Movie angefühlt, und absolute Leseempfehlung von mir. Ballert mal in die Kommentare, wie euch das Comic gefallen hat. Ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, und sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!